Was bedeutet der Sonntag? Diese Frage gingen die Frauen im Bildungsteil bei ihrer Delegiertenversammlung in der Rottalhalle in Rottal-Münster nach. Die Antworten der rund 280 Delegierten waren vielfältig. Der Besuch des Gottesdienstes, eine Wochenunterbrechung oder Pause vom Alltag, Zeit für die Familie oder für sich selbst. Was kann Sonntag für uns als Christinnen und als Christen bedeuten? Die Verwässerung des Sonntages als normalen Arbeitstag ist ja halt schon fast gang und gäbe, aber Sonntag ist heilig und Sonntag ist geschenkte Lebenszeit. Eine Bewusstseinsbildung für den Wert des Sonntages in unserer Gesellschaft hält der Katholische Frauenbund für notwendig. Es geht nicht nur darum, dass am Sonntag Geschäfte verkaufsoffen sind, sondern wir müssen uns auch bewusst werden, dass wir als Konsumenten, vor allen Dingen auch übers Internet, diesen Sonntag auch durch das zu einem Arbeitstag machen. Die Sonntagsfrage hängt eng mit dem Schwerpunktthema des Frauenbund-Gesamtverbandes zusammen, das sich mit den Lebenszeiten befasst. Jeder sollte eigentlich wieder diesen Wert, dieses Geschenk des Sonntages als den Tag, an dem ich mit Gott in Verbindung treten kann, in dem ich meinen Glauben leben kann und in dem ich auch Gemeinschaft in meiner Kirchengemeinde, aber auch mit meiner Familie oder mit meinen Freunden erleben kann. Im Konferenzteil stand der Tätigkeitsbericht für das vergangene Jahr im Mittelpunkt. Der reichte vom Friedenstreffen bis zur Mitgliedergewinnung, von der Lebenshilfe bis zum Verbraucherservice. Ja, wir sind momentan ja noch in dem Thema drinnen, Happy Handy, ausrangierte Handys zu sammeln. Das endet jetzt seit Ende März, da werden diese Handys eingeschickt, recycelt und dann bekommen wir als Diözesanverband für den Fonds Frauen in Not. Dafür gibt es 1 Euro pro Handy. Ansonsten ging es um die Stärkung der Frauenbundgruppen vor Ort. Der Diözesanverband wuchs um 700 Mitglieder wieder auf 33.000 an. Wir haben als Frauenbund schon ein gewisses Profil. Wir sind kein Wellnessverein, sondern wir sind ein Bildungsverband, der sich politisch engagiert in die Kirche und in Gesellschaft. Und dieses politische Engagement, das unterscheidet uns sehr, sehr stark zu vielen Frauenkreisen oder Frauenvereinen, die hauptsächlich das Gesellige oder einmal das Karitative im Blick haben, aber weniger das politische Engagement. Das Leben, die Gesellschaft und die Frauen im Blick. Dafür setzen sich die Zweigvereine und der Gesamtverband des Katholischen Frauenbundes ein.